ich als Foodbloggerin lege vor allem grossen Wert auf gute Produkte. Ich arbeite mit vielen Zutaten aus der ganzen Welt, finde dann aber die Spezialität aus der Schweiz mindestens genauso spannend. Darum bin ich zurück ins Engadin in meine Heimat gefahren, um dort Produzenten kennenzulernen und zu schauen, wie das Ganze hergestellt wird. Überall, wo ich war im Sommer, war es wie so eine Journey Home. Und Käse war in Splügen. Zuerst sind wir zum Thomas. Also er ist irgendwie der Präsident der Bauernklasse, Chef in Splügen. Du? Nein! Ist die hier kützlig, oder? Ist gut. Wegen den Flügen tun sie ein bisschen. Das ist sowieso kützlig. Von der Industrialisierung und so sind wir schon nicht so Fan. Ja. Aber man muss sich auch selber ab und zu in der Nase nehmen, dass man nicht immer mehr und mehr und mehr macht. Wow! Schum! Morgen! Kurz nachdem meine Äugle aufgewacht sind, sind wir schon in der Käserei gestanden. Und Sie kommen schon seit wie vielen Jahren? Ja, mein Vater hat schon gebaut. Ja. Und ich habe die Bauerei übernommen von den okay. Eltern. Ja. Das fand ich auch mega cool. Jeder schreibt einfach mit Bleistift. Also dann bin es dann ich, die sie geschrieben haben. Einfach wie viele Liter das Schritt hat. Und es vertraut sich einfach jede Menge. Es ist einfach so Gemeinschaft. Das ist mega schön. Die Käserei führt ein Bärli von Bern, Flückigers. Und mega herzige. So richtige Bären. Machen das mit mega viel Herzblut. Nachher habe ich halt so viel gesehen und gelernt, wie man Käse macht. Was geht, das ist der Bündner Bergkäse. Wow! Ich mache einen Keller ab und haben ca. 3000 Kilo Käse. Die Käse haben wir jetzt heute Morgen hier ins Salzbad runtergelassen. Darf ich rausnehmen? Ja, ja. Unbedingt. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es hier machen darf, was ich mache. Aber... Du kannst dort die Stange. Wie viel Kilo ist das? 30 Kilo. Könnte man Training machen? So, also, bis nächstes Jahr. Okay, ist nicht weit. Wie tief rein? Ganz sicher. Es gibt in jedem Beruf. Du kannst du mega viel für dich erreichen. Erfolg ist ja nicht Quantität erreichen, sondern einfach auch Qualität. Wie heisst der? Bündnerberg. Das ist einfach ganz rezent. Das Coole ist, der Herr Flückiger ist irgendwie dreifacher Weltmeister im Käse. Im Käse. Also ich habe gestaunt in Amerika. Die Kultur, die sitzt unter den Jungen, die wollen auch wieder gut essen. Und die schätzen das Wahnsinn. Es gibt auch wieder Märkte und die haben wahnsinnig gute Sachen gehabt. Du machst das perfekt. Was man jetzt deutlich sieht, das ist jetzt ein Bündner Alpkäse. Und das ist, dass es ein Bio-Käse ist, oder? Ja, das ist im Fall. Also, ich mache ja Bühnensport. Aber du musst jedes Brett mit ihm schätzen, weiß auch nicht wie viel Kilo, abnehmen, Käse in die Maschine, dann putzt es in Käse. Also, es ist echt ein heavy Job. Einen machen wir noch, oder? Und der Oberste kannst du nachher selber rauf tun. Wenn es Dessert mitbracht, nur mit Sojamilch und basiert auf Cashewnüsse, also eigentlich vegan. Es muss einmal ganz runter und dann ganz oben im Löffel. Ah. Aber nicht rühren. Und was ist drin? Hopfenmilch. Rahm. Wahrscheinlich eben nicht. Aber etwas speziell. Also es hat wirklich kein Milchprodukt drin. Maroni ist etwas drin. Maroni? Also besonders ist Rätschgenhopfen. Nein, es sind Blaubeere, Himbeere. Siehst du das ganze Dessert mit Kokosblütenzucker? Kokosblüten. Ich meine, in Zürich merkst du viel mehr die Leute, die sich Gedanken darüber machen. Was ist jetzt? Und in den Bergen ist es wie die Produkte, die es dort gibt, die isst es halt. Ich persönlich brauche jetzt zum Beispiel eigentlich nie mehr Kuhmilch zum Kochen. Was ist so eure Meinung zu so pflanzlichen Produkten als Milchersatz? Ja,
Kein Problem. Brauchen wir es nicht. Also, wenn das irgendwie von weit her geflogen wird, macht es mir sehr Mühe. Wenn man es vor der Haustür hat, was zu uns gehört. Aber das ist eben noch gesund.